Guten Abend, meine Damen und Herren. Gestern Abend versammelten sich alle Delegierten und Vertreterinnen und Vertreter der Nichtregierungsorganisationen im Hospitalhof, um die diesjährige Konferenz der Model United Nations Baden-Württemberg offiziell zu eröffnen. Am Donnerstagabend eröffnete Ihre Exzellenz, die Generalsekretärin Janina Bauer, die Konferenz der Model United Nations Baden-Württemberg 2019. Sie richtete ihre Rede an die Delegierten und Vertreterinnen und Vertreter der Presse und Zivilgesellschaft. Sie kritisierte Diskriminierung und rief zur Bekämpfung von Ungleichheit und Ungerechtigkeit durch internationale Zusammenarbeit auf. Eingeschränkt? Werden Würde und Wert der menschlichen Persönlichkeit missachtet? Werden Menschen aufgrund ihrer Herkunft oder ihres Geschlechts diskriminiert? Diese Ungerechtigkeiten können wir nur mit vereinten Kräften hinter uns lassen. Gemeinsam müssen wir uns den großen Herausforderungen unserer Zeit stellen. Ihnen allen voran, dem Klimawandel und der globalen Ungleichheit. Auch über den Besuch der Leiterin des Hospitalhofs Monika Renninger sowie des Bürgermeisters von Stuttgart haben sich alle erfreut. Weiter geht es mit dem Hauptausschuss 1, der über die Verhinderung. Oh, ich höre gerade, es gab einen Reaktorunfall in der Südostukraine. Nun schalten wir zu meinem Kollegen. Hier in der Ukraine wurde vor einigen Stunden bekannt gegeben, dass zwei Kühlsysteme des Atomkraftwerks Saporischschja ausgefallen sind. Laut der Bild ist es nur eine Frage der Zeit, wann es zu einer Explosion kommen wird. Auch aufgrund der tragischen Vorgeschichte der Region im Zusammenhang mit der Katastrophe von Tschernobyl ist die Bevölkerung inzwischen komplett beunruhigt. Warum brechen Sie so eilig auf? Ja, haben Sie es nicht gehört? Der Reaktor brennt. Wir müssen weg hier. Ja, wir müssen das Land verlassen, ganz schnell. Und was werden Sie jetzt als nächstes machen? Ja, also ich habe noch Freunde in der nächsten Stadt, aber ich weiß nicht, andere Leute wollen das Land verlassen, haben wir gehört. Vielleicht gehen wir da mit. Ich weiß, wir haben jetzt echt keine Zeit, nee, sorry. Es geht, komm, schnell. Weg hier, alle weg, das ist alles verseucht, alles radioaktiv. Weg, weg, seht zu, dass ihr wegkommt. Wie ist die Lage? Können Sie schon was sagen? Da brennt nicht die Kantine, da brennt der Reaktor. Das ist jetzt alles verseucht, hier muss alles dekontaminiert werden. Hoffen wir mal, dass wir nicht so viel abbekommen haben. Weißt du, wo die Einsatzleitung ist? Was ist hier passiert? Ja, bin ich Arbeiter im Lager in Saporischschja. Und plötzlich war überall Flammen. Und es war überall Flammen. Ich wollte löschen, aber es gab kein Feuerlöscher und es war Flammen, überall Flammen. Und ich war noch mit Andrei und dann Andrei wollte auch löschen. Wie geht es Ihnen persönlich mit der Situation? Gibt nicht Hilfe. Kein Arzt, kein nichts. Und mein Vater ist schon gestorben in Tschernobyl. Und ich jetzt hier überall Strahlung und ich weiß nicht, was wir machen. Ich weiß nicht, was wir machen, was meine Frau und mein Kind machen. Nun werden im Rat der Europäischen Union die notwendigen Maßnahmen diskutiert. Die Stimmung ist angespannt. Dennoch liegt es im Interesse der Mitgliedstaaten, in solch einer Krisensituation zusammenzuarbeiten. So wurden bereits zwei Strahlungsexperten aus Rumänien sowie eine Delegation der NATO in die Ukraine gesendet. Unter anderem der Außenminister Rumäniens und die NATO versuchen, die Bevölkerung zu beruhigen. Als die NATO, ich als SACEUR und mein Stab von der Krise erfahren haben, waren wir natürlich erst zunächst stark beunruhigt. Doch nachdem meine Offiziere Nachforschungen angestellt haben und wir Ingenieure an die entsprechende Stelle geschickt haben, konnten wir Entwarnungen erhalten. Wir als Rat der Europäischen Union die Lage unter Kontrolle bekommen werden. Die Bevölkerung sollte sich keine Sorgen machen. Wir bleiben gespannt, wie es in den nächsten Tagen in der Ukraine weitergeht. Der Zugang zur Bildung sollte unabhängig von der Herkunft, der Kultur oder dem Geschlecht sein. Jedoch ist dies in vielen Ländern noch nicht gegeben. Frauen wird beispielsweise der Zugang zur Bildung verwehrt. Diesem Problem widmet sich zurzeit die Generalversammlung. Die Generalversammlung hat bereits im September 2015 die Sustainable Development Goals verabschiedet, wodurch unter anderem der Zugang zu Bildung gewährleistet werden sollte. Eine hochwertige Bildung sollte demnach allen Menschen weltweit zur Verfügung gestellt werden. Außerdem sollte es die Möglichkeit geben, lebenslang zu lernen. Doch dieses Ziel konnte bis jetzt nicht erreicht werden. Gerade in Staaten des globalen Südens stößt die Zielsetzung auf Probleme.
Diskriminierung oder finanziellen Hürden schränken den gerechten Zugang zu Bildung ein. Die Vereinten Nationen fanden sich heute in der Generalversammlung zusammen zur Findung einer Problemlösung. Die Bevölkerung zweifelt an der Glaubwürdigkeit der Entwicklungshilfe. Ob die das wirklich wollen, da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Ich weiß nicht, ob da genügend Ehrlichkeit oder brutale Ehrlichkeit dahinter steckt. Weiß ich nicht. Bereits zu Beginn der Debatte trat der Delegierte Litauens mit einem ausführlichen Arbeitspapier in den Vordergrund. Litauen erhofft sich von der Debatte, dass sie konstruktiv wird, dass es eine Resolution sein wird, wo sich viele Staaten drin finden werden, dass es aber auch eine konkrete Resolution wird, dass es eine Resolution wird, die wirklich die Probleme behebt. Einige Staaten nicht nur, sage ich mal, finanzielle Unterstützung möchten, sondern auch konstruktiv was dazu beitragen und auch in einer gewissen Weise eine Geberfunktion einnehmen und nicht nur eine Nehmerfunktion. Die Forderungen finden bei vielen Delegierten breite Zustimmung. In einer informellen Sitzung bildete sich eine große Traube zur Diskussion innerhalb der Unterstützerstaaten. Entgegen steht ihnen nur eine kleinere Gruppe um den Delegierten Haitis. Das Gremium war den gesamten Tag über bemerkenswert fleißig und wird in den nächsten Tagen ein hoffentlich konsensfähiges Arbeitspapier erarbeiten. Nun schalten wir zu dem Sicherheitsrat, der sich heute mit dem Südsudan beschäftigt hat. Seit 2013 herrscht im Südsudan ein blutiger Bürgerkrieg, der Auswirkungen auf die wirtschaftliche und humanitäre Lage hat. In der Sitzung des Sicherheitsrats diskutieren die Staaten über eine mögliche Verbesserung der aktuellen Situation. Dabei vertreten die einzelnen Länder ihre eigenen Interessen. Das Ziel sollte sein, eben die Menschen, die aus dem Südsudan geflohen sind, wieder in ihr eigenes Land zurückzuführen. Nicht aus Boshaftigkeit, die sollen in ihr eigenes Land zurück, sondern damit sie dort am Aufbau des Staates an eine friedliche Gesellschaft mitwirken können. Und dass eben dann Uganda nicht mehr die südsudanesischen Flüchtlinge beherbergen muss. Mehrere Staaten äußern ihre Kritik daran, wie zum Beispiel Indonesien und Russland. Polen jedoch ist sehr zuversichtlich, dass eine Lösung gefunden wird. Es wird in den nächsten Sitzungen sicherlich zu weiteren Diskussionen kommen, da mehrere emotionale Faktoren wie etwa die Menschenrechte eine Rolle spielen. Und jetzt zu der Stellungnahme des Delegierten Polens zum aktuellen Verlauf der Sitzung. Und sind Sie schon zufrieden mit dem Ergebnis des Tages? Ja, bisher schon. Wir sind auf einen breiten Konsens gestoßen und werden jetzt nur ein paar Feinabstimmungen abklären. Aber sonst ist Polen sehr zufrieden mit dem Ergebnis, was es momentan zu sein scheint. Und zum Schluss noch ein kurzer Bericht über den unfreiwilligen Ausflug der Konferenz an die frische Luft. Am Freitagmorgen erklang im Gebäude des UN-Hauptquartiers ein lauter Ton und mit einem Mal war der Strom weg. Das Haus wurde kurzfristig evakuiert. Gehen Sie auch weiter durch in den Innenhof. Dankeschön. Die betroffenen Diplomaten reagierten gelassen und ließen sich nicht in ihrer Arbeit stören. Ich vermute, gerade sind alle etwas verwirrt, was gerade passiert, weil angeblich gab es einen Feueralarm, den aber nur die Hälfte gehört hat. Und jetzt wurden wir alle rausgeschickt und jetzt werden wir wieder alle in den Hof zurückgerufen. Und wir schreiben einfach unsere Rede weiter und bereiten uns eigentlich auf die Debatte vor. Das Sicherheitspersonal kann sich die Ursache nicht erklären, arbeitete aber hart an einer Lösung des Problems. Das UN-Hauptquartier erlitt heute leider einen sehr heftigen Stromausfall. Wir waren gezwungen, die Sitzung zu unterbrechen und können jetzt erst langsam wieder beginnen, den Betrieb aufzunehmen. Wir möchten darauf hinweisen, dass keinerlei der Evakuierungsaktionen in irgendeinem Zusammenhang mit etwaigen Krisen sonst wo auf der Welt in Zusammenhang steht. Innerhalb von einer halben Stunde konnten alle in die Räumlichkeiten zurückkehren. Die Arbeit ging ungestört weiter. Vielen Dank und bis morgen.